Ihr dachtet, ihr könntet uns einfach auf der Erde zurücklassen. Ihr dachtet, die Galaxis gehört euch. Dass ihr mit diesen Welten tun könnt, was ihr wollt. Ihr habt euch geirrt. Am Ende werde ich dich aber trotzdem vernichten. Die Singularität. Ein Wendepunkt in der menschlichen Evolution. Sie hat die Menschheit von allen bekannten Beschränkungen befreit, von jeder vorherigen Limitierung des Geistes und des Körpers. Die technologischen Fähigkeiten der Menschheit erweiterten sich exponentiell. Die Menschen lernten, ihre Biologie zu verändern, ihre Grenzen neu zu definieren und sie dann schließlich gänzlich zu eliminieren. Mit transzendentem Geist sind sie nun nicht mehr länger so, wie das Universum sie geschaffen hat, sondern so, wie sie sein wollten. Nicht mehr Menschen, sondern etwas anderes, Größeres. Wir sind das, was danach kam. Wir sind neu. Wir sind Posthumane und folgen dem Ruf der Unendlichen weiter. Wir reisen zwischen den Sternen und verwandeln tote Welten in Turinium. Die Computeroberfläche, auf der wir existieren. Wenn wir an ihr bauen, vergrößert sich unsere Reichweite. Unsere Kultur wächst. Jetzt widersetzt sich uns jedoch etwas. In entfernten Bereichen des bekannten Raums sind Posthumane korrumpiert. Sie werden in etwas anderes verwandelt. Ich fürchte, wir können sie nicht mehr lange aufhalten. Wir müssen ein weiteres Wesen herbringen. Ist das wirklich nötig? Wir haben nicht genug Bandbreite, um einen Veteran hierher zu transferieren. Ich weiß. Wir werden einen Neuling holen müssen. Hältst du das für eine gute Idee? Wenn wir es nicht tun, werden uns die Splinter überrennen. Wir haben keine andere Wahl. Hör mir genau zu. Das alles ist vermutlich gerade sehr verwirrend für dich, aber wir haben keine Zeit für Erklärung. Du bist derzeit mit einer einzigen Einheit verbunden. Dem Aufklärungsfahrzeug unter dir. Wird diese einer zerstört, verlierst du die Verbindung zu dieser Welt und die Mission ist gescheitert. Etwas hat die Kontrolle über unseren Nexus auf diesem Planeten übernommen. Du musst deinen Aufklärer in Sensorreichweite bringen, damit wir den Nexus gezielt bombardieren können. Warum testest du die Aufklärungseinheit nicht mal? Wähle sie mit Linksklick aus und bewege sie mit dem Rechtsklick zu dem markierten Bereich. Gut. Hermes scheint funktionsfähig zu sein. Siehst du den roten Radarpunkt im Nordwesten? Der rote Punkt bedeutet, dass gegnerische Einheiten erfasst wurden. Deine Sensoren können jedoch nicht erkennen, womit wir es genau zu tun haben. Du weißt daher nur ungefähr, was dich erwartet. Fürs Erste ist es vermutlich am besten, Radarkontakte wie diesen zu vermeiden. Halte dich so gut es geht Richtung Norden. Du musst nur noch durch diesen Feindkontakt nach vorne durch. Er blockiert den einzigen Weg zu unserem Ziel. Die Hermes-Einheit ist sehr schnell. Du solltest dem Gegner also problemlos davonfahren können. Gut. Weiter nach Nordwesten zur nächsten Markierung. Mittlerweile fragst du dich vermutlich, wer zur Hölle ich überhaupt bin. Oder wer zur Hölle du bist. Die Person, die du warst, ist nicht mehr. Nun bist du nun das, was wir Posthumanen nennen. Nur so kannst du von der Erde aus diese unendlich weit entfernte Welt sehen. Allerdings bist du nicht mehr ganz auf der Erde.
Ein winziger Teil von dir ist hier, verbunden mit der Einheit, die du gerade kontrollierst. Heute hat ein neues Leben für dich begonnen. Das Schicksal der gesamten Menschheit könnte von dir abhängen. Aber hey, kein Druck. Du musst in der Nähe des eroberten Nexus sein. Sein Fabrikator, ein riesiger Satellit im Orbit, befindet sich immer noch unter unserer Kontrolle. Ich werde eine Artemis-Einheit zu dir schicken. Halte dich bereit. Artemis ist eine Artillerieeinheit. Sie kann von deinen Sensoren erfasste Feinde angreifen, auch wenn kein direkter Sichtkontakt besteht. Kundschafte nun die Gegner am besten mit deinem Aufklärer aus und vernichte sie dann mit Artemis. Ausgezeichnet! Unsere Bomber haben den gehackten Nexus erfasst. Tritt zurück und genieße das Feuerwerk. Ausgezeichnet! Nun können wir... Stimmt etwas nicht. Ich verliere das Bewusstsein! Valen! Wir wissen nicht wie oder warum. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, steckt auch hinter den Splintern. Sie sind die traurigen Überreste von Posthumanen, die transformiert wurden. Sie sind gewissermaßen Drohnen, willenlos und einem Gegner ergeben, den wir nicht kennen. Wir müssen herausfinden, wer unser Feind ist und wie er es schafft, selbst die Stärksten unter uns zu korrumpieren. Willkommen auf Rigel 3. Hier draußen ist deine relative Unerfahrenheit sogar ein Vorteil. Alte Hasen wie ich brauchen eine Menge Logistik, um in ein neues Sternensystem zu gelangen. Da du jedoch noch nicht mal einen eigenen Nexus hast, können wir dich einfach auf praktisch jedem Planeten in unserer Reichweite absetzen. Der Planet Rigel wird dir als Operationsbasis in diesem Sektor des Sternbilds Orion dienen. Wir haben deine Hermes-Einheit von Kepler hierher gebracht. Diesmal hast du auch weitere Truppen. Das ist eine gute Gelegenheit für dich, um zu lernen, mehrere Einheiten gleichzeitig zu kontrollieren. Wie gehabt ist dein Hermes-Aufklärer deine Verbindung zu dieser Welt. Er darf nicht zerstört werden. Hier hast du zwei Brutes und einen Schützen. Der Schütze ist nicht gerade robust, aber er feuert Toxoti-Raketen, die großen Schaden verursachen. Brutes richten nur wenig Schaden an, aber sie halten viel aus und können deinen Schützen im Kampf verteidigen. Führe deinen kleinen Trupp jetzt nach Süden. Hier treiben sich einige Hütereinheiten herum. Versuche sie ohne eigene Verluste auszuschalten. Du schlägst dich gut. Bald wirst du die Hauptstreitmacht der Hüter sehen. Unsere Helikai hat diese Einheiten entwickelt, nachdem uns klar wurde, dass manche Leute nicht bereit waren zu warten, bis sie einen Planeten zur Kolonisation zugeteilt bekamen. Daher mussten wir unsere Einheiten aufrüsten. Die meisten Leute können von einem solchen Zugang zu Militärhardware, wie du ihn hast, nur träumen. Die Hüter reichen daher normalerweise aus, um übermotivierte Kolonisten abzuwehren. Vergiss nicht, deinen Schützen mit Brutes zu verteidigen.
Nun musst du nur noch den Generator erobern. Führe dazu einfach deine Einheiten zum Generator. Sie erledigen dann den Rest. Gratulation! Du hast nun eine Basis auf dieser Welt. Die Stellung auf Rigel 3 ermöglicht es uns, auf dem Nachbarplaneten Cygnus 4 einen vollen Nexus zu errichten. Ruhe bitte. Mac, Sie und Valen waren die treibenden Kräfte hinter der Posthuman-Koalition und wir sind für Ihre Arbeit sehr dankbar. Doch angesichts von Valens Verschwinden steht die Zukunft der Koalition in Frage. Verstehe. Haley vermutet, dass eine unbekannte Macht sich in seinen Geist eingeschlichen und ihn sozusagen verzerrt hat. Ich glaube, ich habe ein Postsingularitätswesen entdeckt, das wesentlich mächtiger ist als wir. Wir sind verwundbar. Ich empfehle daher, keine weiteren Menschen mehr aufsteigen zu lassen. Ich stimme Haley zu. Das Programm Bloom für Algernon ist ohnehin zum Scheitern verurteilt. Heute gibt es 117 von uns und 8 Milliarden Menschen auf der Erde, die mit uns nicht mehr gemeinsam haben als Mäuse. Wir können uns nur dann sicher über den Orion-Arm hinaus ausbreiten, wenn wir die Anzahl derer, die Zugang zum Turinium erhalten, strikt begrenzen. Es gibt eine Alternative. Ein mächtiger Geist ist nicht unbedingt stärker als 1 Milliarde menschlicher Geister. Es gibt 8 Milliarden menschliche Geister. Und was haben die gebracht? Diese Geister sind noch biologisch beschränkt. Wenn wir sie jedoch zu Posthumanen machen, können sie mächtige Verbündete sein. Tatsächlich? Wie der Neuling, der Valen auf Kepler 3 besiegt hat. Genau. Ich bin dagegen. Ich lege mein Schicksal nicht in die Hände minder bemittelter Wesen. Angesichts des Verlusts von Valen haben wir den Grund zur Annahme, dass hinter diesen Splintern mehr steckt, als es den Anschein hat. Die gute Nachricht ist, dass der abtrünnige Nexus auf dieser Welt keine Anstalten macht, den Rest des Planeten zu erobern. Die schlechte Nachricht ist, dass wir nicht genug Truppen haben, um den Nexus auszuschalten. Du wirst die virtuellen Ärmel aufkrempeln und eine Armee aufbauen müssen. Das ist deine Technikereinheit. Techniker errichten die Gebäude, die du brauchst, um diese Welt zu erobern. Als primäre Ressource verwenden sie Metall. Metall gewinnst du, indem du Regionen mit Metallvorkommen kontrollierst. Derzeit hast du 2 Metallvorkommen, die eine geringe Menge Metall produzieren. Du wirst jedoch mehr brauchen. Baue mit deinem Techniker Extraktoren auf den Metallvorkommen in der Nähe deines Nexus. Das wird deine Metallproduktion erheblich erhöhen. Halte Shift gedrückt, um Bauaufträge in einer Befehlskette zusammenzufassen. Kannst du in deinem Nexus weitere Techniker bauen? Klicke auf deinen Nexus und befiehl den Bau eines Technikers. Benutze jetzt deine Techniker, um eine Fabrik zu errichten.
Techniker können zusammenarbeiten, um den Bau zu beschleunigen. Jeder zusätzliche Techniker ist jedoch weniger effizient als die bereits für den Bau eingeteilten Techniker. Fabriken können fast überall errichtet werden. Baue fürs Erste eine Fabrik im markierten Bereich. Nicht genug Metall. Da du jetzt eine Fabrik hast, kannst du Fregatten bauen. Wähle die Fabrik aus und baue ein Team von Brutes. Deine Wirtschaft ist ständig im Fluss. Jedes aktive Bauprojekt reduziert dein Einkommen. Wenn du Ressourcen schneller verbrauchst, als du sie einnimmst, verbrauchst du deine Vorräte an dieser Ressource auf. Wenn deine Vorräte aufgebraucht sind, verlangsamt sich die Produktion, da deine Techniker und Fabriken dann warten müssen, bis die neuen Ressourcen hereinkommen. Jetzt, wo du Einheiten produzierst, kannst du mit der Expansion beginnen. Nördlich von deinem Nexus befindet sich ein Generator. Diese unzerstörbaren Bauwerke sind besonders wichtig. Wenn du diesen Generator eroberst, gehören dir auch seine Ressourcen, die wie gehabt mit Extraktoren noch besser ausgebeutet werden können. Freie Generatoren locken gegnerische Einheiten an. Bevor du diese Region erobern kannst, musst du die Splinter darin erledigen. Nicht genug Metall.
Zusätzliche Regionen eroberst, bekommst du mehr Ressourcen. Du kannst hier auch eine vorgelagerte Fabrik errichten. Auf dieser Karte gibt es 2 weitere Regionen, die du erobern kannst. Wenn du bereit bist, greife den abtrünnigen Nexus an, wegen dem du hier bist. Vermutlich ist er gut verteidigt. Du könntest einige Vorstöße benötigen, bis du ihn erobert hast. Einheiten sind ersetzbar, also lass sie ruhig gegen seine Verteidigung anrennen. Du kannst eine Armee bilden, indem du Einheiten auswählst und im Aktionsmenü Armee formieren wählst. Eine Armee agiert wie eine einzelne Einheit. Ihre Einheiten unterstützen sich automatisch gegenseitig, ohne dass du groß eingreifen musst. Wir benötigen mehr Logistik. Oh.
Enemy Nexus has been destroyed. Uranium-Generatoren setzen eine Kettenreaktion in Gang, welche die Masse eines Planeten in Thorinium umwandelt. Wir Posthuman nutzen dieses Material, um unsere Computerkapazitäten und die Reichweite unserer Kultur zu erhöhen. Es geht hierbei allerdings um mehr als nur Ressourcen. Es geht um Informationen. Wenn wir eine Welt übernehmen, wissen wir alles, was in ihrem Umkreis vor sich geht.